Liebe Bruder, liebe Schwester im Glauben, das sichtbare Zeichen der Taufe ist das Wasser. Das Wasser hat zwei Bedeutungen. Wasser kann tödlich sein. Denken wir an Überschwemmungen. Eine Überschwemmung kann furchtbare Katastrophen über Menschen bringen. Menschen können im Wasser ertrinken. Und Wasser ist zugleich ein Zeichen des Lebens. Wo Wasser hinkommt, dort ist Leben möglich. Wenn wir in die Kirche hineingehen, dann tauchen wir die Hand in das Becken und bekreuzigen uns. Und machen damit ein sichtbares Zeichen. Der alte Mensch, der von Neid, Missgunst, Zorn, Unvernunft getrieben ist, soll sterben. Und ein neuer Mensch soll hier in dieser Kirche leben. Ein Mensch, der sich führen lässt vom Geist, ja, von Mäßigung, von Klugheit, Stärke, von der Größe, von Frieden. Selbe Zeichen ist auch das Zeichen der Taufe. Der alte Mensch stirbt und ein neuer Mensch tritt hervor. Ein neuer Mensch, der Kind Gottes ist. Und als sichtbares Zeichen dafür, dass wir Kind Gottes sind, bekleiden wir den Täufling mit einem Taufgewand. Genau, ich habe das Taufkleid unserer Kinder mitgebracht, mit dem sind sie getauft worden. Und das weiße Kleid ist für mich ein Zeichen der Freude und der Reinheit. Und zwar der Freude und der Reinheit, die von Christus kommt. Genau wie bei einer Braut auch, die hat auch dieses weiße Kleid. Ganz was Besonderes. Und bei der Taufe sind unsere Kinder auch mit Chrisam gesalbt worden, und zwar zu Priestern, Propheten und Königen. Das hört sich zwar jetzt ein bisschen hochtrabend an, ist aber gar nicht so schwierig, weil ein Priester ist für mich jemand, der Jesus nachfolgt und ja, auch verkündet, was Jesus gesagt hat. Und das können wir als ganz normale Menschen auch machen. Und ein Prophet ist jemand, der von Gott eine Nachricht kriegt. Und wenn ich selber ein bisschen in mich hineinhorche, dann kann auch ich merken, was der liebe Gott von mir möchte. Und zwar da, wo ich stehe, als Mama, als Papa, als Ehefrau, in der Arbeit, wie auch immer. Und als König soll man regieren. Und zwar regieren, wie Jesus regiert hat. Mit ganz, ganz viel Liebe und ja, ganz unten. Nicht mit Macht und Schwert, sondern einfach ja, ein bisschen schauen, was darf Jesus sagen, wie kann ich es am besten machen. Und das sind für mich nicht nur äußerliche Zeichen, sondern das, glaube ich, wirkt auch ganz, ganz tief innen drin, in meiner Seele. Und ich glaube, ein Leben lang begleitet mich das. Und in den letzten Jahren ist mir so aufgefallen, dass bei der Beerdigung, wenn jemand ins Grab gelegt wird, sagt der Pfarrer, dass vollendet wird, was bei der Taufe begonnen worden ist. Und das ist einfach ja, so ein Zeichen für mich, ja genau, die Taufe ist ganz ein wichtiger Anfang, der bis zum Ende mit dabei ist.